Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Und wenn du jetzt dieses Video eingeschaltet hast, dann fragst du dich wahrscheinlich, wie du am besten online Geld verdienen kannst. Und ich möchte dir in diesem Video meine Antwort darauf geben. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du dieses Video eingeschaltet hast. Lass uns gleich loslegen, keine Zeit verlieren. Du hast im Prinzip vier Möglichkeiten, wie du grundsätzlich Geld verdienen kannst. Einmal als Arbeiter oder Angestellter, das heißt, du investierst deine Zeit und bekommst dafür ja einen Stundenlohn. Merkst aber auch schon, du bist natürlich immer irgendwo in deiner Höhe des Einkommens begrenzt, weil, wie gesagt, dein Tag ja auch nur 24 Stunden hat. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit, du machst dich selbstständig, hier steckt es schon im Namen drin, du machst im Prinzip alles selbst und ständig. Ja? Auch hier tauschst du in gewissermaßen Zeit gegen Geld. Der Vorteil ist hier einfach, dass du ja gewisse Arbeitsprozesse einfach ein Stück weit automatisieren kannst und ja deinen Stundenlohn sozusagen, deinen Stundensatz selbst ja festlegst. Somit kannst du natürlich mehr verdienen, aber auch hier merkst du schnell, dass du natürlich irgendwo ja eine gewisse Grenze kommst. Eine weitere Möglichkeit ist, du wirst oder du bist Unternehmer, das heißt, du hast ein Unternehmen gegründet und stellst Menschen ein, die für dich quasi arbeiten. Du strukturierst das Unternehmen so, dass es ja maximal gut läuft, ja, und du dich immer mehr aus dem Unternehmen rausziehen kannst und hast somit, ich sag mal, ein Stück weit ja ein gewisses passives Einkommen, weil, wie gesagt, andere Menschen für dich arbeiten. Bei der Sache ist es aber einfach so, dass du oft große Investitionen zu Beginn hast, ja, und natürlich eine gewisse Portion Risikobereitschaft mitbringen musst. Dann gibt es noch den Investor, ja, der investiert in Aktien, Immobilien, andere Unternehmen oder andere Assets. Ja. Der Nachteil der Sache ist, ja, dass es im Prinzip die wenigsten Menschen ja, die genügend Mittel zur Verfügung haben, ja, um in dem Bereich aktiv werden zu können. Ansonsten ist es natürlich ja eine tolle Sache, ja, im Prinzip Geld investieren, ja, um dann ja, aus dem Investment eine maximale Rendite rauszubekommen. Also das sind so diese vier Punkte, die oder diese vier ja, Überkategorien, die es im Prinzip so gibt, wo du dich jetzt für dich wiederfinden kannst. Und du musst halt einfach für dich entscheiden, welchen Weg du gehst. Und da du jetzt dieses Video eingeschaltet hast und online dein Geld verdienen möchtest, hast du den Vorteil, dass wenn du es richtig machst, kannst du im Prinzip die Vorteile des Unternehmers haben, ja, ohne die Investitionen tätigen zu müssen, weil du hast im Prinzip im Internet ja die Möglichkeit oder wenn du online dein Geld verdienst, die Möglichkeit, ja, viele Dinge maximal zu automatisieren, ja, so dass du, ich sag mal, mit wenig Zeitaufwand Einkommen generieren kannst, wenn du es auf die richtige Art und Weise tust, ja. Du benötigst dafür, und das ist so meine Empfehlung an der Stelle, ja, die beste Kombination ist einfach, wenn du Network Marketing und Affiliate Marketing miteinander kombinierst. Bei beiden Möglichkeiten, ja, hast du den Vorteil, dass du ja passives Einkommen aufbauen kannst und dass du maximal das Ganze automatisieren kannst, weil du ja im Prinzip einen Hebel nutzt. Ja, beim Network Marketing, ja, hast du die Möglichkeit, weitere Vertriebspartner zu rekrutieren, diese auszubilden, und wenn du die Arbeit einmal gemacht hast, dann können diese von alleine produzieren beziehungsweise können auch wiederum ihre eigenen Teams aufbauen. Diese funktionieren dann ohne dein Zutun. Das heißt, du wirst an den Umsätzen deiner Partner beteiligt und bekommst dann dementsprechend Geld, auch wenn du jetzt nicht mehr aktiv arbeitest. Das heißt, du investierst zu Beginn Zeit, ja, und am besten auch Geld und ja, hast dann aber dadurch ja später mehr Zeit, ja, und ein höheres Einkommen. Beim Affiliate Marketing ist es ähnlich. Du musst keine eigenen Produkte dementsprechend erstellen, sondern greifst schon auf bestehende Produkte zurück, die funktionieren, und kannst ja dementsprechend ja diese Produkte an andere weiterempfehlen und dadurch ja Provisionen verdienen. Und wenn du das Ganze online machst und richtig aufbaust, kannst du das hier ja automatisieren. Und die Kombination aus beidem, ja, ist aus meiner Sicht
nicht der Königsweg, weil nicht jeder wird in dein Network Marketing einsteigen wollen, aber hat Interesse zum Beispiel am Thema Geld verdienen. Und wenn du jetzt Produkte und Dienstleistungen anbieten kannst, die weiterführende Informationen zu den Themen zum Beispiel bietet, ja, dann kannst du auch an den Menschen Geld verdienen, die jetzt Nein zu deinem Network-Marketing-Business sagen. Aber das jetzt zu erklären, das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Geh dazu einfach mal auf meine Seite www.oliverschirmer.de, gib einfach mal in die Suchfunktion Affiliate Marketing ein und dort habe ich dann dementsprechend auch Beispiele für dich, warum die Kombination Network-Marketing, Affiliate-Marketing aus meiner Sicht die beste ist. Dann brauchst du natürlich eine Software, um dein Business online zu bringen und auch zu vermarkten. Ja, zu Beginn solltest du, weil es gibt etliche Tools, ja, meine Empfehlung ist hier Builderall. Warum? Findest du auch auf meiner Webseite. Geh einfach auf oliverschirmer.de und dann kannst du hier im Prinzip unter Tools und Empfehlungen MLM Software nachlesen, wie ich Builderall einsetze, um genau mein Network Marketing Business aufzubauen in Kombination mit Affiliate Marketing. Und ja, und du siehst genau, warum Builderall ja, meine Nummer 1 Wahl dementsprechend ist. Ja. Dann brauchst du ein funktionierendes Kunden- und Partnergewinnungssystem. Ja. Du brauchst also ein Sales Funnel, ein System, welcher funktioniert. Wir haben, beziehungsweise ich habe das für meine Partner bereits vorbereitet, steht exklusiv meinen Partnern zur Verfügung. Man kann das dann im Prinzip ganz einfach nach einer einfachen Anleitung ja, importieren, einrichten und loslegen. Ja, und dann hast du im Prinzip sofort ein schlüsselfertiges Geschäft. Und dann kommt aber noch eine Komponente dazu und da wird es im Prinzip schon schwieriger, nämlich du brauchst die richtigen Skills, weil jetzt haben wir nur über den Werkzeugkoffer gesprochen, ja, und jetzt brauchst du aber noch die richtigen Fähigkeiten, ja, und dazu musst du dich persönlich weiterentwickeln, ja, du musst Lernbereitschaft mitbringen und du musst auch eine Bereitschaft zur Veränderung haben, Bereitschaft zuzuhören, ja, und du musst bereit sein, das umzusetzen, was du ja gezeigt bekommst. Zum Beispiel ist es bei mir so, jeder meiner Partner, der Punkt 1 und 2 ja, erfüllt, der bekommt im Prinzip Zugang zu einem separaten Bereich. Und diesen Bereich zeige ich im Prinzip alles, was du wissen musst, um ja online ja, das Ganze aufzubauen. Ja. Und jetzt ist es aber so, wenn du so wie ich ja, damals angestellt warst oder bist, und jetzt in die Selbstständigkeit gehst, dann wirst du auf viele Situationen stoßen, die dir fremd sind. Oder wo du vielleicht sogar einen gewissen Grad an Angst hast, diese umzusetzen. Aber wir haben immer so einen Spruch, wo die Angst ist, ist der Weg, ja. Weil hier in dem Bereich, ja, ist natürlich dann das Entwicklungspotenzial am größten. Und da musst du einfach halt für dich auch die Bereitschaft mitbringen, gerade dann auch zu handeln, wenn du ja vielleicht jetzt ein Stück weit Angst sogar hast, ja. Oder wenn du Dinge tust, die dir jetzt halt dementsprechend neu sind. Und das kann einem dann dementsprechend auch Angst machen. Also diese Bereitschaft musst du schon mitbringen, denn sonst kann Veränderung einfach nicht funktionieren. Veränderung bedeutet ja immer, ich mache was anderes als bisher. Und immer wenn wir was anderes machen, dann stehen wir da vor Herausforderungen, ja. Und diese müssen wir dementsprechend meistern. Also diese vier Bausteine, die musst du einfach bereit sein, mitzubringen. Ich sage mal, Schritt 1, 2 und 3, das haben wir im Prinzip für dich schon vorbereitet. Also da geh einfach auf ja, die Seite hier, schau dir das nochmal in Ruhe an. Ich werde dir auch dann gleich nochmal zeigen, was du hier auf der Seite siehst, ja, oder was du nochmal alles für dich dann auch nachlesen kannst. Und dann, ja, und dann kannst du dementsprechend loslegen, ja. Im Prinzip ist der Fahrplan relativ einfach. Ich habe es eben schon angesprochen. Du brauchst die richtige Einstellung, das richtige Mindset. Dann solltest du deine Zielgruppe kennen. Du solltest wissen, wer ist dein idealer Kunde, wer ist dein idealer Geschäftspartner, welche Probleme kannst du lösen. Positioniere dich, entwickle eine Strategie. Dann würde ich dir empfehlen, erstelle einen eigenen Blog. Ja, das ist nicht unbedingt notwendig, aber ich würde es dir trotzdem empfehlen, weil dein Blog ist so deine Marketing-Schaltzentrale und der
Vorteil ist, wenn du einen eigenen Blog betreibst, du kannst alles, was du heute tust, ja, so wie jetzt zum Beispiel diesen Content hier, ja, der kann über deinen Blog ja gefunden werden, ja, in den Suchmaschinen und kann dir so wieder neue Besucher und ja dementsprechend Interessenten dann generieren und bringen, ja. Dann, wenn möglich, erstellen Freebie. Das muss nicht unbedingt immer ein E-Book sein oder ein Videokurs. Das kann aber auch einfach nur deine Geschäftspräsentation sein. Etwas, was andere Menschen interessiert und was ein Problem löst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Dann solltest du dir eine Landingpage erstellen, wo du Interessenten generieren kannst. Erstell passenden Content für deine Zielgruppe und dann geht es im Prinzip darum, dass du für dich lernst, Traffic zu generieren. Und das zeige ich dir, wie gesagt, alles dann in meinem separaten Bereich, im separaten Mitgliederbereich. Und nutze E-Mail-Marketing. Ja, E-Mail-Marketing, um dein Follow-up zu betreiben. Erstell dir eine Sales-Page, ja, wo du dein Angebot kommunizierst. Und dann kannst du, wenn du möchtest, weitere Produkte erstellen und diese vermarkten. Und dann geht es letzten Endes nur noch darum, diesen Sales-Funnel ja für dich immer wieder zu optimieren und zu verfeinern. Wenn du jetzt auf www.oliverschirmer.de/online-geld-verdienen gehst, dann findest du das, was ich jetzt hier so grob ja, skizziert habe, weil wie gesagt, das Ganze in die Tiefe zu besprechen, das würde einfach den Rahmen dieses Videos sprengen. Dann findest du hier zum einen die Hauptprobleme, die richtige Einstellung, die Werkzeuge, nochmal deinen eigenen Blog, die Landingpages zur Lead-Gewinnung erklärt, was es mit deinem Autopiloten auf sich hat, 16 Methoden, um neue Besucher auf deine Webseite zu bekommen und so weiter und so fort. Habe ich dir alles in diesem Artikel aufbereitet. Ich verlinke natürlich dann auch zu weiterführenden Informationen, sodass du ja nach dem Studium dieses Artikels, sage ich mal, ja im Prinzip konkreten Fahrplan an der Hand hast und genau auch diese einzelnen Punkte hier ja nochmal ganz genau definiert und erklärt sind und dann dementsprechend weißt, wie du online Geld verdienen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir ja jetzt maximalen Erfolg beim Umsetzen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du das Video mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen das Ganze interessant sein kann. Und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du den Kanal abonnierst, der Sache hier einen Daumen hoch gibst. Und ich freue mich natürlich, wenn ich dir ja mit diesem Video weiterhelfen konnte. In diesem Sinne, alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.